Immer mehr Stau, immer Der mehr baden-württembergische Städtetag Städtetag immer mehr lehnt die Pläne von Tübingens OB Boris Palmer ab, für die Unterbringung von Flüchtlingen notfalls lange leerstehende Häuser oder Wohnungen zu beschlagnahmen, bei denen sich Besitzer weigern, diese zu vermieten. Der Dezernent des Städtetags für Flüchtlingsangelegenheiten, Gerhard Mauch, lehnt Palmers Vorschlag ab. Sporthallen und Stadthallen seien schon immer ein Thema, nicht aber privat leerstehender Wohnraum. Auch das Regierungspräsidium Tübingen sieht eine Beschlagnahme skeptisch. Zwar sei dies grundsätzlich für maximal 6 Monate möglich, aber nur als allerletztes Mittel, wenn sonst Obdachlosigkeit drohe und nachgewiesenermaßen keine andere Möglichkeit bestehe. Unterstützung für Palmers Vorschlag kommt hingegen vom ehemaligen Parteichef der Landesgrünen Chris Kühn. Der Tübinger Bundestagsabgeordnete plädiert allerdings für den Weg eines Zweckentfremdungsgebots per Satzungsänderung der Stadt. Dieses bedürfe keiner Genehmigung durch den Kreis oder das Land.